Hey und willkommen hier zu einer neuen Die Sims für Let's Build-Folge zu meiner Eisarena. Ich bin Daniel von SimFans.de und heute geht's weiter. Und ihr seht's vielleicht schon hier unten. Ich habe das Grundstück in ein Handelsgrundstück umgewandelt, damit ich eine tolle Idee von euch umsetzen kann. Und zwar Schaufensterpuppen zu platzieren mit den Outfits der Tänzer, der Eiskunstläufer. Es ist so cool. Es gibt neue Outfits, wie die Sims für Jahreszeiten, was wir natürlich auch hier als Objekt hier, als zentrales Objekt hier benötigen, das Pack. Und ich baue hier auch mit allen Packs und ich weiß noch gar nicht, wo machen wir die denn hin? Ich glaube, wir können die erstmal hier so ankleiden oder so. Vielleicht legen wir die dann da oben irgendwie so fest, dass wir die da irgendwo platzieren. Das sieht ja ganz cool aus, wie wenn die so über die Halle so gucken, wie wenn das irgendwie die Masters hier wären. Und dann können wir direkt mal, weil ich habe hier eine Familie auch das Grundstück hier kaufen lassen. Und zwar können wir die ein Outfit erstellen. Outfit in der Stelle, ein Sim erstellen. Das machen wir doch mal. Erstmal für den Tybi. Wir haben ja dann beide Geschlechter und ich glaube sogar, wenn man das Grundstück besucht im Gameplay, können die sich dann umkleiden. Ja, ich hoffe mal, dass es jetzt schon freigeschalten. Jetzt gucken wir mal rein, da ist es doch. Guck mal an hier, ja. Der Tänzer-Outfit hier. Oh, ist das cool, oder? Ja, da passt es endlich mal rein. Das ist ja so schwierig, da irgendwie was, Ey, die sind alle irgendwie geil. Die sind alle irgendwie krass, aber irgendwie alle irgendwie trotzdem geil. Was hat unser Eiskunstläufer für ein Outfit? Ich finde ja diese weißen trotzdem irgendwie ganz cool. Diese blau-weißen, hellen Tänzer-Outfits. Ich glaube, wir haben nur die, ne? Eiskunstläufer-Outfits. Suits, wie nennt man die? Keine Ahnung, ne? Ihr wisst, was ich meine. Ich finde das ganz toll. Aber das fällt irgendwie gar nicht auf, ne? Da müssen wir eigentlich schon so ein anderes vielleicht mal nehmen. Eieiei. Ah, ich glaube, ich nehme das Blaue. Das hat es mir irgendwie angetan. Ja, wir machen das jetzt einfach. Ja, Schuhe gibt es leider nicht. Das wäre so schön. Hätten wir Schlittschuhe. Aber dann können wir das Ratzi-Fatzi hier festlegen. Und das Coole ist sogar, das wird auch über die Galerie übertragen, ja. Das ist ganz toll. Zurück zur Eishalle, muss es natürlich wieder ein bisschen länger laden. Ja. Und gleich haben wir das nochmal. Eisarena mit den Delgatos, ja. Keine Gelatos, sondern Delgatos. So, und jetzt auch hier nochmal Outfit erstellen. Also ist schon wieder pissig wegen dem Obstkuchen, ne? Nicht zufällig. Hier in der Stelle 1 Sim. Und wir können dann noch die Pose ändern, dass die so ein bisschen mehr, ne, so filigraner irgendwie wirken. Sehr coole Idee. Und ihr habt noch viel mehr Ideen dabei. Es ist so geil. Man kann es nicht anders sagen. Ihr habt so tolle Ideen gleich dazu mehr. Ja, wo haben wir das Outfit? Das hier müsste es sein, ne? Das Kleid schon hier. Das ist auch cool. Das sieht aber eher aus wie ein Bademantel, ne? Ja, da gibt es auch richtig tolle Outfits. Die Ladies sind natürlich wieder besser weggekommen. Wieso haben wir hier so Dinger da? Hallo, das kenne ich noch gar nicht. Mann, das ist ja wieder hier. Ist ja wieder fies hier. Wieso sind die drin und die nicht? Aber da nehmen wir jetzt. Ach, da müsste immer eigentlich. Also parallel dazu passt natürlich da schon, ne? Eieieiei. Ja, oder wir machen so ein Pärchen da irgendwie. Aber das ist ja schon nicht schlecht, ne? Wenn die Queen, der King und die Queen hier. Harthands. Komm, wir machen das jetzt einfach. Let's do this. Nicht lang überlegen. So, ich kann es ja mal vorlesen. Umkleide, Empfang, Fressstände, Schuhe ausleihen. Haben wir schon teilweise abgehakt. Pokale, Duschen, Toiletten, DJ. Das haben wir letztes Mal gemacht. Eiswürfel vergrößern. Sehr cool, wie in meinem Bogen-Restaurant. Absperrbänder für die Kartenkontrolle dann auch. Schaufensterpuppen, Outfits, Eiskunstlauf, Technikraum, Aufwärmraum, Kinderlounge. Sowas habe ich mir aufgeschrieben. Mal gucken, zu was wir kommen. So, jetzt haben wir hier die Outfits. Da können wir jetzt auch die Pose ändern. Und ich glaube, selbstsicher, was machen wir denn da? Das ist so ein bisschen, ne, so ein bisschen ich spinne hier. Und du machst aber dann eher. Was können wir denn da Pose ändern? Na, anprobieren kann man es. Das ist ganz toll. Business ist so ein bisschen. Okay, das sieht so ein bisschen aus wie meine Hand. Finde ich jetzt gar nicht so schlecht. Verspiel, das ist natürlich auch wieder so, ne? Oh ne, ich kipp gleich um. Pose ändern. Selbstsicher. Wie siehst du denn aus? Auch so, ne? Das ist schon cool. Aber ich hätte dich gerne so ein bisschen getänzelt da noch, ne? So aktiv, das ist auch nicht schlecht. So volle Power. Das ist cool, das finde ich toll bei ihr. Ja, machen wir dich auch noch anders? Was haben wir denn bei dir noch? Bei dir ist die Pose ändern, ist genau gleich, ne?
sie gleich lossprinten hier. Das ist schwierig, Leute. Das ist schwierig hier. Ja gut. Entweder wir machen beides so. Ich klicke mal falsch, ich weiß. Neutral, selbstsicher, verspielt. Ich fand das selbstsicher schon eigentlich ganz cool bei ihm. Ja, das machen wir mal so. Der Champion. Guck mal an. Dann machen wir die doch hier so zusammen, oder? Machen wir die hier so zusammen. Und dann können wir die... Ah, die sind jetzt... schade. Die sind jetzt nicht unter dem Dach. Dann machen wir die doch... Sollen wir die austauschen, hier unser Püppchen? Prima Ballerina. Es ist ja schon eigentlich eine Ballerina, ne? Hat ja dann nicht mehr Schlittschuhe an. Deswegen würde ich die... Gut, die haben auch keine Schlittschuhe an, aber ihr wisst, ne? Die sehen schon eher aus. Machen wir hier doch so irgendwie so zwei verschiedene Lounges. Kann man die eigentlich vergrößern? Ich glaube ja nicht, ne? Ich glaube ja nicht, dass man die vergrößern kann. Nee, da vergrößert nur die Schatten. Und den Kopf, der geht irgendwann weg. Eieieiei. Lassen wir mal lieber, ne? Oh, war die wieder kleiner hier? Scheiße, jetzt kann ich nicht mehr anpacken. Nee, jetzt habe ich verbuggt hier, oder was? Ernsthaft mal? Nee, ne? Ah, Shiitake hier. So, ne? Ist es jetzt richtig wieder? Ich glaube doch, ich hoffe doch. So machen wir das, oder? Ja, hier, wie Pokémon Arena, ja. Pikachu! Evoy! Wieso eigentlich Evoy? Ich hab's nicht verstanden im Trailer. Okay, und das beleuchten wir dann toll. Ja, das machen wir noch richtig toll. Wir können da noch, oder wir setzen die da rein. Das ist ja doch eh die Idee gewesen. Kommen die Sims da dann eigentlich noch ran? Das weiß man jetzt ja nicht, ne? Guck deine Hand durch. Hier, nee, ne? Nee, du bist noch drin hier mit dem Arsch auch, ne? Aber das ist doch cool. Komm, dann machen wir die in das Schaufenster rein. Oh ja. It's amazing, it's amazing, it's amazing. Und da kommen natürlich dann auch noch Lampen rein, damit man die bei Nacht auch noch mehr hier strahlend erkennen kann. Perfekt, oder? Perfekt, oder? Perfekt. Wir haben jetzt auch hier noch den Wasserfall. Den können wir uns hier auch, glaube ich, klonen. Das wäre nicht schlecht. Ich guck mal, ob der reinpasst, weil das wird ein bisschen eng mit dem Platz. Aber das ist so ein schöner Eis. Ah, das ist toll, ne? Und die da so aus dem... Ja, nee, das geht nicht von der Breite her. Verdammte Axt hier, nee, ne? Naja, gut, okay, dann halt nicht. Ach, schade, das wäre es jetzt gewesen. Aber ich kann den ja schlecht auch, oder? Schlecht auch, nee, dann ist das Licht so komisch. Nee, dann lassen wir das einfach. Dann lassen wir den da weg. Wir haben schon genug Wasserfälle. Okay, wir machen jetzt mal hier weiter mit unserer VIP-Lounge, weil da habe ich total Bock drauf, bevor wir uns zu den Kassen begeben. Und ja, da braucht man erstmal Sessel und ich glaube, ich weiß auch schon welche. Da gibt es nämlich so tolle hier, diese da, ne? Das sind schon eigentlich perfekt. Dann nehmen wir aber auch diese hier, die blauen. Hat man da so ein tolles... Feeling. Und ich würde die gar nicht mal warm machen. Es gab auch so ein paar Kommentare, ihr macht die doch warm hier. Nee, meine ich warm. Wir machen auch 4 Sessel. Es kommen eh nur 8 Sims irgendwie auf das Grundstück. Und dazwischen wir hier Tische dazwischen. Was nehmen wir denn da für Tische? Was könnte denn da gut passen? Da müsste irgendwie sowas da rein, ne? Das ist ganz toll. Und da können wir dann nämlich auch die VIP-Eimer hinstellen. Ja, das muss ja jetzt natürlich schon hier rein, oder? Das muss ja jetzt hier schon rein. Auch noch eisgekühlt hier, Manometer. Kann man sich auch noch verschiedene aussuchen, oder wie? Nee, ich will jetzt mal nur einen machen. Und bei den anderen, was können wir da machen? Das ist ein bisschen schwierig, ne? Das ist ein bisschen schwierig. Twitchen, ja. Ich will da vorne aber auch noch so ein schönes Sideboard hinmachen. Das finde ich auch mal ganz toll. Ich will da auch das Blaue nehmen, oder nicht? Sieht jetzt ein bisschen billig aus, aber ich finde, es passt eigentlich sogar noch. Wie sieht denn das aus, wenn wir das hier hinmachen? Da guckt es da raus, ne? Wir haben keine Schrägen. Dann machen wir das, wir machen das mal frei. Ja, wir machen die frei mit Alt gedrückt halten, aneinander. So. Ja. Und auf die andere Seite, da hätte ich jetzt einen Technikraum gemacht. Wobei, es ist immer so eine Frage, na. Macht man jetzt da irgendwie einen coolen, es geht wieder nicht auf, oh nein, was machen wir jetzt? War ja so klar, dass das wieder nicht aufgeht, ne? Ich hasse diese Schrägen. Ah, Mann. Nee, dann lassen wir uns das einfallen wieder und zwar machen wir das hier bündig
Und dass es hier nicht so flackert, machen wir das minimal halt höher. Da hat dann halt jemand gepfuscht. Ne, da hat jemand gepfuscht. Der hat nicht richtig hier das eingebaut im Schrank. Damit der hier nicht so arg flackert. Nur vorne ein bisschen. Ja. Das merkt keiner. Wenn man es nicht weiß, merkt man es nicht. Ihr wisst es jetzt alle. Das ist ein bisschen blöd. Hätte ich es einfach gemacht, hätte es keiner gemerkt. Ja, nee, ich denke, das geht so in Ordnung, oder? Wir haben auch hier noch solche Pokale. Das fällt auch nicht so schlecht. Ich würde auch hinten dann auch noch ich muss euch sagen, dazu ist wieder arschheiß. Arschkalt, arschheiß. Nee, es ist wirklich sehr heiß momentan während der Aufnahme. Aber ich habe gedacht, okay, baust dann heute, wenn es so heiß ist. Wobei es jetzt jeden Tag irgendwie heiß ist. Baust du mal die Dings weiter, ne? Können wir da eigentlich eine Popcornmaschine drauf? Ich glaube, wir müssen, oder eine Eismaschine, ich glaube, wir müssen, wir brauchen eine Theke leider, ne? Aber, ja, die wollen nur auf Theken platziert werden. Mann, anspruchsvoll hier wieder, ne? Aber vielleicht können wir dann Theken nehmen. Wir wollen das ja hier extravagant machen. Natürlich nehmen wir dann auch hier die gleichen wieder. Base Game. Space Game, Space Station. Ich fand es so cool. Und nehmen auch die wieder. Ja, na toll, man passt eigentlich das zu weit dann doch drin. Ich dachte, dass ich die so ein bisschen danach innen platziere, dass das so irgendwie. Aber wir könnten die ja durchaus hier so platzieren. Wie wäre das denn? Wenn wir die hier platzieren. Und hier auch. So, das ist wirklich so hier da. Weil wenn man die platziert, diese Geräte, die müssen dann eigentlich davor stehen. Das können wir gleich nochmal gucken auch. Apparate. So, wir machen auf jeden Fall eine Eismaschine. Ja, genau, die stehen dann weiter vorne. Wir machen auf jeden Fall eine Eismaschine. Wir machen auf jeden Fall auch Heißgetränke, obwohl wir unten Stände haben. Die haben ihren eigenen Tee. Teekocher Magic hier. Wir machen auf jeden Fall Popcorn, natürlich auch in dem Blau. Und ja, da darf natürlich nicht fehlen dann auch. Hier noch. Was fehlt noch? Die Limo. Die, ja, das Getränketablett, oder? Und du hüpfst jetzt wieder so komisch hier rum. Ernsthaft mal. Bleib doch, wo du bist hier. Mann. Bleib doch, wo das Lama wächst. Machen wir das mal so. Hm? Ja. Vielleicht können wir jetzt da auch noch eine abgerundete Theke nehmen. Ich glaube, ich finde das ganz schön, wenn das hier nochmal so ein bisschen bündiger dann ist. Wir müssen uns natürlich mal angucken, weil ich glaube, ganz nach hinten geht die auch nicht. Aber wir könnten die ja trotzdem so platzieren. Das ist ja kein... Ja, es sieht besser aus, ne? Ist ja kein Vergehen. Wieso denn nicht? Darf ja gerne mal so eine Kante da drin sein. So, wird gleich dynamischer und designermäßig. Aber da können wir die, glaube ich, nicht machen, oder? Das ist zu viel des Guten. Nee. Es wäre natürlich auch schön, wenn man dazwischen dann doch nochmal guckt, ob wir nicht da so ein Marmor oder so ein Lichtblock reinmacht. Dahinter blubbert es dann hoch. Und da ist dann so quasi die... Ja, da haben wir das so richtig schön verbaut, wie so eine Einbau-Ding mit coolem Effekt hinten, dass es so drüber läuft. Ja, es darf ja gern so ein bisschen extravagant sein. Das ist magisch. Magisch. Ja, jetzt müssen wir das hier noch beleuchten. Und ich mache das mal mit so einem verkleinerten Scheinwerfer. Ich finde die ganz toll. Die strahlen das richtig, richtig krass halt auch an. Und dann sieht das nochmal irgendwie, ja, Chakalaka, ja, muss das sein. Ja, so ein bisschen Eckenkanten hier, ne, weg damit. Ich muss euch echt sagen, das ist schon ein Unterschied, wenn man so warm ist, baut und wenn man... Ja, ich gehe jetzt mal in den Debug. Ja, ich muss erst noch den hier eingeben. bb.showhiddenobjects. Showhiddenobjects, genau. Weil da gibt es so tolle Gläser und so. Da, genau. Erstmal die Eiswürfel. Wo machen wir die denn hin? Das wäre natürlich Hammer, wenn wir die da unten platzieren. Ne? Das ist natürlich schon was Geiles. Ich bin jetzt mal am Gucken. Ich würde das halt so gern hier nochmal mit dem Brunnen machen. Ich finde das so krass, aber es geht nicht. Aber wir haben doch, wir haben ein Fundament. Ne? Oh nein. Aber wir könnten vielleicht hier den ganzen... Können wir das machen?
wenn wir jetzt hier den ganzen Raum entfernen, weil wir sind ja eigentlich auf dem mittleren Stockwerk. Ah, nee, da macht er mir das in der Lücke rein, das blöde Spiel. Das ist mir jetzt wieder zu gefährlich, Hilfe. Also wir müssen hier erstmal die Wand entfernen. Ich glaube, da unten ist jetzt genau, da haben wir jetzt die Lücke hier. Ich pack dich mal weg. Zum Glück kein echtes Eislama, das wäre ein bisschen schwer. Ist doch wahr. Und jetzt packen wir hier den Brunnen rein. Der muss natürlich jetzt in der Mitte angefangen werden zu bauen, sonst denkt das Spiel, wir wollen den oben platzieren. Dann sagt es wieder, nee, machst du mal nicht hier. Und da können wir jetzt die Eiswürfel reinpflänzeln. Jetzt bin ich nur am Gucken. Das aber da mal da wieder reinpacken, ist das ja auch. Das ist ja viel größer und das ist ja auch so groß. Ach, Shiitake, echt mal. Müssen wir das Ding vielleicht noch vergrößern oder so? Wir können das ja durchaus hier so machen. Wieso denn auch nicht? So richtig, richtig hier übertrieben erstmal. So, du kommst mal hier rüber, das will ich noch haben. Das Lama kommt hier rein. Eingelassen. Gucken, dass der Schweif hier, der Schwanz, nicht irgendwie ne, in das Glas reingeht. Und jetzt machen wir hier noch. Bist du jetzt nämlich unten oder bist du nicht unten? Ich glaube, du bist unten. Ne? So weit ungefähr. Dass ne? Wir da jetzt dann noch so ein paar Eiswürfel reinpacken. Die kann man ja durchaus auch so ein bisschen größer machen. Das juckt ja nicht. Geh nochmal in den Debug rein. Und das Tolle ist, die leuchten halt richtig toll auch, ne? Ich finde die richtig schön. Man kann die auch dann so ein bisschen zu. Das wird jetzt wieder eine Fummelarbeit. Ding, 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 ding. Ein paar Eiswürfelchen. Und da packen wir dann in den Untergrund. Jetzt warte mal ab hier, warte mal ab. Daniel macht das hier. So, ein paar kleinere noch. Dass die so ein bisschen aus, wie wenn es geschmolzen wäre irgendwie. Und dann schwimmen da noch so ein paar Stücke, aber keine Ahnung, hat jemand das Ding abgehackt oder warum sind das Eiswürfel? So. Vergrößern. Ist toll, was man da machen kann, ne? Und jeder guckt das halt gleich auch an und denkt so, wow, das ist geschmolzen. Wir können da jetzt im Keller in den Raum ziehen und dann, ihr wisst schon, was jetzt kommt, ne? Brunnen können nicht über einen, ne, jetzt ernsthaft? Doch, geht schon. Das geht schon. Liebes Spiel, bitte mach jetzt nicht rum hier. Das muss gehen. Dann müssen wir den Keller auf jeden Fall hier ziehen. Geht das auch nicht? Wir müssen das hier, wir machen mal hier und hier. Ja, dann können wir vielleicht, weil die Blubbermaschinen, die reichen eh weiter, deswegen ist das jetzt gar nicht so schlimm. Wir müssen hier aber noch so ein bisschen anderes Wasser, genau das hier natürlich. Eisig. Ich gucke gerade nur, wie die anderen aussehen, nochmal zum Vergleich, ne, das ist das. Ich finde das irgendwie cooler, ich weiß auch nicht, das sieht irgendwie so ein bisschen kälter aus, ne, bläulicher. Und da gibt es doch jetzt die Blubbers hier, unterm Dampf hier, Jumbo-Blasenmacher. Und die können wir jetzt im Keller platzieren, für alle, die es nicht kennen. Wir machen die mal hier so hin, ist eigentlich egal wo. Weil die Dämpfung hier, kann ich da, das ist echt wirklich wahr, das ist sogar schwarz, man kann die nicht mal da, man lässt einen da nicht mal an, die müssen in dem Raum sein, sonst dampfen die bis ins Nirvana, sonst wohin, die dampfen dann ein bisschen in den Himmel und der Dampf kommt, wenn die in dem Raum sind, kommt dann hier raus. Jetzt machen wir mal Play und da blubbert schon, guck mal, und da dampft es auch schon, ist schon der Dampf hier, Blubber und Dampf so ein bisschen, ja. Den Blubber denken wir jetzt mal weg. Und jetzt gucken wir das uns mal bei Nacht an. Oder? Das sieht mal eisig aus. Ja. Das ist so ein Eis-Ding. Das wird hier genommen und dann. Ne? Keine Ahnung, was ich gerade rede. Ich finde, es sieht gut aus. Das reicht schon mal. Ich bin gerade nur überlegen, am besten wäre es natürlich, wenn man da so ein kleines Ding drumherum macht, dass die Sims da nicht reinfliegen. So die Stolperfalle mittendrin, ne? Ja, ist halt jetzt so, meine Güte hier. Ein Tod müssen alle Sims sterben. Hier nochmal in den Debug, mach noch ein paar mehr rein.
So. Das ist cool. Ich finde es geil. Wir können da eventuell auch noch sogar so ein paar Lampen reinsetzen. Das sieht noch besser aus. Auch noch ein paar Unterwasser. Das wird auch nicht schlecht. Machen wir es ein bisschen größer ran. Hier ist so. So. Und jetzt probiere ich da mal eine Lampe noch reinzusetzen. Ja, guckt euch mal das an. Habe ich euch zu viel versprochen? Oder habe ich euch zu viel versprochen hier? Ich will nichts hören mehr jetzt, ja? Sieht das nach Eis aus oder sieht das nach Eis aus? Will mal gucken, ob das Lama auch davon profitiert nicht davon. Das ist echt komisch, wie das jetzt hier wieder... Ne? Das ist echt blöd. Probier das nochmal irgendwie anders auszuleuchten. Ich weiß nur noch nicht wie. So, jetzt wird's ja Tag. Guten Morgen. Ah, wenn es platziert, passiert wieder nichts, ne? Hammer. Ah, das ist gut so. Der Lama ist der Lama. Wow. Ja, jetzt ist es hier, jetzt hat es hier eine Basis. Ich finde es witzig. Was sagt ihr dazu? Gern mal kommentieren. Hat es wieder ewig gebraucht, aber wenn es nicht gefällt, machen wir es weg. Gut. Also, was haben wir denn jetzt noch? Genau, wir müssen noch mal kurz gucken unten. Da haben wir ja da hinten ja was. Ne? Und das war so die Frage, was machen wir denn da rein? Weil das Problem war ja, dass wir gesagt haben, hier machen wir die Klos rein. Aber es macht ja keinen Sinn, wenn wir hier unter dieser Haupttribüne da noch Platz haben. Und deswegen würde ich mal gucken, dass wir eventuell hier unten die Türen, dass man die hier, das würde echt gut auch hier passen. Ich wollte halt, das ist jetzt meine Idee. Also ich wollte halt hier die Duschen reinmachen, dass man hier die Umkleiden hat, Duschen und dann hier eventuell WCs, die man auch von hier erreichen kann. Das wäre jetzt so mein Ding gewesen. Und ja, jetzt haben wir hier noch aber den Raum und den kann man ja nur durch die Umkleiden erreichen. Deswegen wäre es ja doof, wenn hier nichts wäre. Ne? Und andererseits, wir haben eigentlich Platz genug. Also es ist nicht so... dass wir jetzt irgendwie Platzprobleme hätten. Man soll hier reinkommen, man soll sich hier duschen können, man soll sich ein bisschen chillen können, vielleicht ein bisschen rumknutscheln, ein bisschen romantisch werden, ein bisschen was essen, was trinken. Und dann ist es okay, weil das ist das Grundstück. Ne? Wir haben eine Bar, wir haben ein bisschen DJ und dann ist das für mich, also finde ich gar nicht irgendwie ja, nötig, da noch mehr Platz reinzuhauen. Und deswegen würde ich das auch, glaube ich, auch so lassen. Wir machen das gar nicht auch anders. Ich glaube, ich lasse das auch so. Wir haben hier noch doppelte Fenster, aber wir haben letztes Mal das Ding kopiert, so passt es jetzt. Dann machen wir das doch so. Let's do this. Jetzt habe ich hier gerade noch ein problematisches Problem. Wir haben hier Fenster. Man sollte die eigentlich, um der Außenfassade hier zu dienen, komplett machen, ne? Ja. Und da hat nochmal jemand irgendwas geschrieben, dass die Dinger hier nicht gleichmäßig sind, aber die sind gleichmäßig bei mir. Ich weiß nicht. Wo die sind nicht gleich. Natürlich, die sind halt, ne, andersrum gedreht, aber von der Höhe her oder irgendwas wurde gesagt, bei mir sind die gleich groß. Die Spitze geht bis zum Balkon hier. Oder? Alles gleich. Ich weiß nicht, was los ist. Ist alles gleich. Ja. Okay, dann machen wir das jetzt mal. Ich bin so unentschlossen. Wir machen jetzt erstmal mit der Kasse weiter. Vielleicht komme ich dann auf was. So, also es haben viele natürlich dann sich doch wieder was gewünscht, obwohl ich es kommentiert habe letztes Mal. Es gibt keinen Zaun hier, weil die Stadt hier mittig machen wollte, ne? Also zentriert. Und zentriert geht es nur, kann dann natürlich einen Zaun ziehen, aber der Zaun geht ja nur noch auf dem Kästchen, ne? Also von hier nach da und nicht da durch. Deswegen, da ist auch eh kein Kassierer da, weil es gar keinen, es gibt ja keinen, ne? Jetzt habe ich aber was gelesen. Und zwar fand ich das ganz toll, ich glaube, es war sogar schon in der zweiten Folge, dass man hier so quasi die Kassen hat zum Ausleihen. Und dann aber gibt es hier noch so ein Absperrband, wo man dann reinkommt. Und ich würde jetzt, glaube ich, nicht mal ein Absperrband nehmen, sondern ich würde wirklich einen richtigen Zaun nehmen,
Weil ich finde, das sieht dann immer ganz toll aus, wenn man da dann nochmal irgendwie dieses Thema da mit drin hat. Und dann sollte man das so machen, das fand ich auch ganz spannend, dass man dann quasi hier so die Karten quasi abgibt. Da lassen wir dann eine Öffnung. Und da gibt man die Karten dann quasi ab, die man gekauft hat, dann darf man rein. Und das ist auch so eine tolle Bande dann noch da rum, finde ich. Natürlich machen wir die bis zum Rand. Ne, komm bis darüber. Und das ist dann auch noch Außenbereich. Oder machen wir das zum Innenbereich dazu? Können wir auch machen. Ist eigentlich egal. Ich mach das mal so rum. Gefällt mir irgendwie besser, wenn da nochmal so eine Ecke drin ist. Ja, ist auch nur so eine Sichtkante quasi. Aber die Fressstände lassen wir draußen, weil da können die sich dann auch schon mal bedienen. Und ja, da will ich dann auch schon mal so eine Art Komfort. Da gibt es die billigen Bänke da. Da gibt's auch diese blauen Bänke. Mit Lehne hätte ich jetzt aber gesagt. Wo waren die denn wieder drin? Ich glaube hier. Die benutzt man so selten. Wisst ihr, was ich witzig finde? Die da meinte ich, genau. Also am Anfang war es bei mir so, dass ich immer manchmal auch noch Sims 3 Objekte im Blick hatte irgendwie. Da hatte ich, da gibt es auch das Objekt und dann so, ach nee, das war Sims 3. Scheiße. So irgendwie, ne? Und jetzt finde ich das irgendwie gar nicht mehr. Also das ist echt, man gewöhnt sich da dann, es dauert schon eine Weile, es hat schon ein Weilchen gedauert. Aber es ist jetzt dann in Ordnung, ne? Also es ist eigentlich nicht irgendwie so, dass man jetzt hier, wow. Und da kann man dann warten irgendwie auf die Kids, bis die rauskommen oder irgendwie sowas, ne? Das finde ich nicht so schlecht. Sollen wir das vielleicht auch wirklich so machen, dass man da nochmal so eine, also wir haben ja da eine Ecke, da können wir da irgendwas Cooles reinstellen. Da könnten wir entweder, wir haben ja keine Dinge mehr, ne? Wir haben ja keine, aber nochmal so ein Lama, dann wird es so ein bisschen, gut, so ein Lama ist ja eigentlich geil. Also man könnte das Ding ja wirklich so als Lama Ice Arena, wie es jemand geschrieben hat, mit ganz vielen Likes in den Kommentaren machen. Dass man sagt, das ist hier eine Lama Ice Arena. Ne? Also das ist ein, dann kann das Wappentier durchaus öfter auftreten. Aber nur innen drin ist es so riesig. Draußen würde ich das aber trotzdem nicht machen. Ich sag's auch nochmal, habe ich letztes Mal schon auch gesagt. Ich würde es nicht draußen hin machen, weil das sieht dann blöd aus. Weil das muss ja im Inneren sein, sonst schmilzt es ja. Ding müssen wir auch noch hier fixen. Dann machen wir fix hier. Das ist eine tolle Leuchtpaneele. Die kann man da ganz toll so reinsetzen. Hat man da nochmal eine Beleuchtung außen. Und ich glaube auch hier am Rand, ne, können wir auch da reinsetzen. Weil da hat man so eine Blitzerkante, ne? Da blitzt sie raus. Ist nicht so schön. Und da kann man das so ein bisschen noch ein bisschen einfärben quasi, sag ich mal. So. Weil dann leuchtet das bei Nacht. Das leuchtet nämlich richtig schön, richtig krass. Muss nur gucken, dass man auf der richtigen Höhe hier irgendwie ist. Sonst ist es doof. Alt gedrückt halten, dann geht das. Jetzt gucken wir es nochmal bei Nacht an, ne? Guckt mal das an. Das ist so richtig schöne Bahnen dann hier. Das ist toll. Wow. Bam, bam. So, dann haben wir das auch. Oh, ist das schön kühl. Voll komisch, wenn es einem warm ist und man guckt es an und denkt so, oh, ist das. Ja, es ist so kalt und dann ist es gar nicht so kalt irgendwie. Ja, also gut, dann haben wir das auch. So, was habe ich jetzt hier noch? Kartenkontrolle, Absperrbänder. Wie gesagt, ich finde so eine Bande einfach besser. Man könnte vielleicht sogar so ein Zauntürchen machen. Das könnte man echt noch machen. So ein kleines. Mann, liebes Spiel hier. Oder sollen wir das offen lassen? Ich finde, das sieht so ein bisschen dann auch so aus, wenn man da so die Karte irgendwie reinsteckt, ne, wie bei der U-Bahn oder so. Und dann geht das Ding auf und dann kann man durchlaufen. Sollen wir das machen? Komm, wir machen das mit dem Ding. Wir machen das einfach zu. Und machen das so ein Zäunchen hin. Ich will jetzt mal das Einzelne daneben, das reicht. Mal gucken, nee, das Weiße war schön, oder? Ja, ist ein bisschen niedrig. Kann man die eigentlich nach oben leveln? Das ist ja witzig, das geht sogar. Habe ich noch nie probiert, ob man den Zaun hochleveln kann. So, natürlich musst du hier hin und du da. Und vielleicht können wir dann hier auch noch. Ja,
Weiß nicht, irgendwie so ein Schildchen platzieren. Jetzt nicht unbedingt Katzen und Hunde oder so. Bitte nicht hinkacken auf der Bahn. Ja, das können wir echt machen, dass wir irgendwie so ein Schild noch hinmachen. Das ist ja oft so, dass da auch irgendwie so Hinweisschilder sind. Dann denkt man sich, jo, Mann, was willst du jetzt hier? Ja, dann möchte ich die Stange da drin verstecken, weil die ist voll hässlich. Einmal so den. Das ist ja doof. Wieso kommen die jetzt wieder raus? Bleib doch da drin. Hier, der Hund soll draußen bleiben. Ja, so, jetzt stimmt's. Dann haben wir da so ein Schild. Keine Hunde bitte hier. Ja, das fällt mir gerade hier so schnell ins Auge. Deswegen, ich glaube, andere Schilder haben wir ja auch nicht. Wir haben die nur neutralen da. Aber sonst. Oh, da gibt es ja auch noch die aus Großstadtleben. Die sind natürlich auch toll. Haben wir da nicht sogar eins? Ja, ne? Irgendwie sowas. Das ist einfach Hammer. Ich glaube, wir nehmen das direkt auch, oder? Wenn da irgendwie so eine Show oder so ankündigt, das ist doch geil. So ein richtiges Schild. Dann packen wir das hin. Das ist jetzt natürlich die Frage hier, ne? Das ist doof. Alles mal hier hin und da hin. Da sehe ich das am ehesten noch. Oder hier so. Das würde auch gehen. Das würde es so schräg machen. Da ist hinten eine Karte drauf, das ist natürlich doof. Dann machen wir das hier hin. Das ist so im Eingang irgendwie, man zieht es rechts und links. Ja, ist auch so ein bisschen einladen. Wir gucken es uns mal im Kompletten an. Ja, das ist toll. Die fliegenden Schlittschuhläufer. Ohne Schlittschuh. Auf dem Bild. Aber ist egal. Ja. Ach. Ich find's cool. Was haben wir denn noch für Schilder? So ein bisschen, es sind so Kleinigkeiten einfach. Ich finde halt im Gesamten ist es immer eine coole Geschichte, wenn man es im Gesamten dann sieht. Da haben wir keinen Banner, was irgendwie so ein bisschen auf Schlittschuhlauf hinweist oder so, ne? Man könnte auch noch, ich habe es mir auch überlegt, ob man irgendwie noch so ein Wellness-Ding mit reinmacht. Aber es ist jedes Mal irgendwie das Gleiche. Und ja, ich weiß auch nicht. Also mir gefällt es jetzt ohne Wellness irgendwie besser. Wir könnten höchstens noch, damit so ein bisschen Winterstimmung aufkommt, schade, dass man die nicht vergrößern kann, so ein paar Lichterketten noch anbringen. Es hat so nochmal was von Schneeflocken-Charakter irgendwie. Ja? Wenn man es irgendwie so macht, weil es ist nochmal so ein Bling-Bling. Und es ist eine geile Schlittschuhhalle. Es ist nicht irgendeine, sondern so ein richtig so ein bisschen Schneeflocken-mäßig, ne? Ich finde das toll. Komm, wir machen wieder vorne im Eingang so rum. Wir haben nochmal so Lichterketten angebracht. Das ist doch schön. Die müssen wir auch nicht übertreiben und überall hinmachen, aber hier ist so, irgendwie hätte ich die schon ganz gern. Ja, das ist ein bisschen für Christmas-Stimmung hier auch. Und da dann auch. So, und hier auch nochmal. Ja, das ist doch schön. Ja, dann ist es ein bisschen mehr Snowflakes, Schneeflöckchen. So, jetzt wollte ich doch eigentlich nur ein Schild holen. Was habe ich schon wieder anderen Krams? Wie bei Ikea, ja schon wieder. Ja, Notausgangsschilder haben wir die schon? Haben wir die schon? Haben wir noch nicht. Da machen wir das dahin. So. Eigentlich kommen die ja drüber, aber ist egal. Okay, und da oben kommt vor, da holen wir uns dann, das ist gleich wieder Verschiedenes, genau. Da gibt es, glaube ich, auch so. Oh, das sind diesen dunkelblau. Nee, wenn dann die weißen oder so richtig sowas. Guck mal, das ist das gleiche, was wir im Ding benutzt haben hier in der Umkleide, dieses Muster. Das ist unser Muster hier. Mhm. Kann man hier ein bisschen an der Bar da noch sitzen. Und ja, Musik hören. Da oben weiß ich immer noch nicht. Wir könnten da echt noch so ein bisschen was vielleicht wirklich machen für die Kids, dass man die irgendwie da absetzen kann und sagen, nee, beschäftigt euch mal bitte. Neben der Bar, ich weiß, es ist unfassbar schrecklich von mir, ja. Aber wir machen das jetzt neben die Bar. Wir machen hier den Eingang. In Sims gibt es ja eh keinen Alkohol. Also das ist jetzt gar nicht mal so problematisch, würde ich sagen. Und das machen wir so halb eingegrenzt. Wow, oder? Die gucken ja nur aus dem Fenster, die spielen ja gar nicht. Das ist ja nur so halb eingegrenzt dann auch. Und das sieht man dann auch, dass das dann irgendwie
Hey, das wäre natürlich auch witzig hier. Die haben so eine Palmeninsel hier mittendrin. Hey, die kriegen da wirklich so, ich würde sagen, so ein Bällebad, oder? Das ist doch das Coole da dran. Das passt sogar farblich ganz gut. Dieses Lila-Blau da, das ist in Ordnung. Und dann gucken wir hier im Bällebad rein. Das ist ein Kleinkind-Accessoires-Pack. Ja, ja, na klar, oder? Das ist doch cool. Das ist doch toll. Kids, geht ins Bällebad. Und damit wir hier noch ein bisschen was anderes haben, damit die auch was anderes machen können, die steuern die ja auch an, ne, die Objekte. Dann krapseln die da hoch und dann ist das in Ordnung. Ja, und da passt dann auch einer auf. Verspreche ich euch. Ja. Oder? Machen wir das so? Ja, die trinken da nur isotonische Heißgetränke oder, ja. Gibt's das? Nee, glaube ich gar nicht. Ne? Isotonisch und weiß ich gar nicht. Okay. Also ich habe halt wieder ein Gelaber drauf. Das ist echt krass. Ich bin die ganze Zeit am Überlegen, ob wir da oben auch nochmal solche Sitze hin machen. Aber eigentlich sollen die auf den Treppen sitzen. Das war ja so gedacht, ne? Tja, was machen wir denn jetzt? Was machen wir denn jetzt? Das ist ja doof. Es sieht auch so ein bisschen flughafenmäßig aus, dieses Ding, ne? Ich glaube, ich würde es gar nicht mit dem übertreiben, weil wir haben ja auch schon die hier und wir könnten die eventuell noch nehmen oder so. Und die haben wir ja drüben auch schon, die haben wir da ja genommen, in dieser Executive Area. Wisst ihr, was wir heute noch machen? Wir fangen mal an mit dem Technikbereich, weil dann habt ihr da auch mal so einen Einblick. Und jetzt wisst ihr auch, spätestens jetzt, warum ich hier... ja, die Fenster, die sind ja so, also hier sind sie zu tief und drüben sind die ja zu hoch. Ne? Am besten ist es auch hier, vielleicht so als Tipp, ihr wisst es aber bestimmt schon selber, die so manuell ein bisschen wegzuschieben und bei so schrägen dann in der Mitte anzufangen, ja manuell wegzuschieben, wenn sie dann wieder reinrutschen. Dann kriegen die diese Rücklichtdinger da nicht, diese Rückblenden da. Und dann, also da geht's bei denen noch, ist okay. Und bei denen ist es halt ein bisschen zu hoch. Also, ne, es wäre besser, wenn die ein bisschen tiefer wären, die Fenster. Aber es geht trotzdem auch noch. Ja, und da machen wir zu Theken hin. Und das ist halt das Problem, ne? Man kann hier nur Bildschirme drauf machen. Dann müsste man, aber das ist ja kein Problem. Machen wir hier, wir brauchen Schreibtische für die Computer. Wir können auch hier vorne Schreibtische hinstellen. Aber ich fand das so toll mit den Theken, dass man da irgendwie noch die Fernseher oder so hat. Und dann machen wir die Computer, machen wir dann hier so hin. Ich mache da auch mit diesen... Ja, da gehen die alle da hochzocken hier, oder? Machen wir hier nochmal so einen eisgekühlten Computer hier. Eiskühlung. Und da vorne packen wir echt so Fernseher drauf. Die gehen echt alle da hoch, dann Fernsehen. Dann müsst ihr halt mal die Tür dann abschließen, ne? Müsst ihr die Tür abschließen, wenn die Sims da hochkommen. Dann gehen die da nicht rein. Ja, das wäre schon gut. Das wäre schon richtig gut. Wenn man da dann die Kisten da draufstellen könnte. Das wäre nicht so schlecht. Ein bisschen so ein Redaktionsraum, wo man dann das hier so nochmal sehen kann irgendwie. Und die restlichen Bildschirme machen wir dann drüber hier so. Oder machen wir die nur drüber? Ja, wäre schon besser, ne? Jetzt kann man ja gar nicht mehr richtig rausgucken. Okay, Rückbau. Wir machen das hier weg. Schön wäre es gewesen. Es ist einfach schlichter, finde ich, wenn wir das so machen. Ja, machen wir das so. Das reicht auch. Wie gesagt, es soll auch eher so dann halt so wirken, dass man hier in einer richtigen, richtig tollen Schlittschuhhalle ist mit Live-Übertragung und so. Aber nicht, dass es dann irgendwie zu viel wird. Ne? Also sagen wir, nehmen da auch solche Stühle hier. Die sind so. Ja. Und da oben hat man dann auch die Technik. Das ist toll, dass man das so sieht. Finde ich jetzt, oder? Wir senden live. Und im Hintergrund, da muss jetzt der Fernsehen. Genau. Das machen die auch in den Filmen immer so. Und dann denkt man sich, hä? Also ich zumindest. Dann denkt man sich, hä, wieso haben den Fernseher da hinten? Da guckt, kann man doch gar nicht hingucken. Ja. Das wäre natürlich auch witzig, wenn man den jetzt vergrößert. Aber das ist ein bisschen arg groß dann, ne? Ich finde das geil. Aber das sieht richtig aus wie so ein...
wie so ein Technikraum, ne? Also da kann man jetzt, da kannst du jetzt nichts mehr sagen. Das ist jetzt ein Technikraum. Boah, wenn da das Spiel dann läuft, du. Und im Hintergrund, das gibt Blubber. Und das ist sogar ganz toll, weil, guck mal, der Fernseher, der ist da integriert, weil der hat ja normalerweise, steht ja normalerweise voll weit weg, wenn man den vergrößert. Aber hier ist es jetzt, muss ich mir merken, ihr vielleicht auch. Dann könnt ihr mal auch was bauen und dann hier den Fernseher integrieren. Dann habt ihr den wie eingelassen in die Wand. Das ist so eine schöne Geschichte, wenn man das weiß, dass die genauso breit sind. Alright, dann überlasse ich das euch bis zum nächsten Mal, was ich heute wieder getrieben habe. Verreist mich, wenn ihr sagt, nee, das geht so gar nicht. Wir haben halt so ein bisschen das Eisbecken hier so gemacht, so als kleines visuelles Highlight noch in dieser Ecke, ne? Dann haben wir die VIP-Lounge mal so eingerichtet, soweit. Ich will da noch so ein paar Gläser oder so irgendwie was platzieren, also ein D-Bug auch. Die wollte ich eigentlich auch da dazwischen machen. Wir haben den Technikraum hier gemacht. Wir haben hier den Eingangsbereich noch so ein bisschen gestaltet unten. Und dann da oben hier so ein bisschen den Kinderbereich mal eingeplant. Was sagt ihr dazu? Was machen wir? Was machen wir? Was brauchen wir noch? Letzte Chance, weil ich glaube, das ist die letzte Folge nächstes Mal. Wir brauchen noch die Duschen und die WCs. Das geht ratzifatzi. Die können wir einfach klonen. Und dann haben wir noch Zeit für eure Kommentare. Und ich mache jetzt auch mal hier nochmal den Balkon, ne, dass er mal auch weiß. Das sieht nämlich stumpf aus, wenn der das nicht ist. Oder wir nehmen das von außen. Hat man noch einen schöneren Kontrast für innen. Ja, sehr gut. Sehr geil. Das wird, oder? Das wird hier. Bam. Das ist meine Schlittschuhhalle. Ich bin Daniel von simfans.de. Ja, und wie gesagt, kommentieren, das ist wirklich die letzte Chance. Ich glaube, nächstes Mal werden wir auf jeden Fall fertig. Und ich freue mich drauf. Bis dann. Macht's gut. Ciao.